Was muss diese komische... Wie viel kostet... Was kostet der Spaß? Genau, das Therapiezentrum. 400 kostet das. Renoviere die alte Wassermühle, um ein Therapiezentrum anzulegen. Im Therapiezentrum kannst du Pferde massieren. Ja, siehst du? Genau, deswegen... Das brauchen wir dann auf jeden Fall. Aber da habe ich noch keine Kohlen. Deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen Fohlentraining. Und genießen einfach die schöne Musik. Und die schöne Optik des Spiels. Und machen ein bisschen Fohlentraining. Fortfahren. So, los geht's, würde ich mal sagen. Komm, wir gehen heute mal in die Runde. In die Richtung. Einmal nach außen, bitte. Na komm. Ja, ach so, du wolltest nicht noch eine schneller, ne? So, und stehen. Brav. Und weiter, komm. Aber nach innen. Zweimal, bitte. Schau nicht so böse. Komm, es guckt immer so böse. Ne. So, und nach innen. Und stehen. So ein braves bist du. Na, ist schon gut. Muss nicht rennen. Alles cool. So leichter Trab, das passt auch. So, und rein mit dir. Brav. Oh, können wir umdrehen. Komm, nee, wir drehen um. Wir drehen um. Dreh um. Und vorwärts. Mittlere Spur. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber das ist äußere Spur. Uiuiuiui. Oh, ich hab's noch geschafft. Er ist ja unglaublich. Komm hier rum. Rechts rum. Und los. Hep, hep. Eins, zwei. Mal ein bisschen die Geschwindigkeit machen. So. Es ist schon... Es ist nicht leicht, ne? Also da muss man schon mit der Zeit hinkommen. Ist zwar ganz schön... ein ganz schönes Geraffel, weil die Zeit ist nicht so lang, ja. Hier zum Beispiel jetzt viel zu viel, aber manchmal hast du dann so nur so ein paar Sekunden, das ist dann richtig kompliziert, weil du wirklich brauchst, bis du das Pferd irgendwie gewendet hast und so. Gut, 70 Credits. Mal gucken, ich würde gerne die Bezahlung ein bisschen erhöhen, aber das kann ich, glaube ich, jetzt noch nicht machen. Weiß ich noch nicht wann. Ich guck mal, wir haben ja Zeit heute, ist ja erst Mittag. Da gucke ich jetzt mal im Internet nach, was ich mir da so kaufen kann. Ob ich da irgendwie mein Training verbessere oder sowas. Weil ich habe hier nicht umsonst eine Bibliothek. Genau, Bücherregal, Fortbildung, aha. In der Bibliothek kannst du die Bücher studieren, um Wissen zu erlangen. Wenn du dir die Zeit nimmst, ein ganzes Buch zu lesen, hältst du eine besondere Belohnung. Du kannst Bücher von Büro in Onlineshop kaufen, wenn dein Hof eine größere Sternebewertung herhält. Werden höherwertigere Bände zum Kauf freigeschaltet. Diese Aktivität nimmt eine bestimmte Zeitspanne in Anspruch. Alles klar, Chef. Nützliche Hinweise. 1. Kann ich mal lesen. Bringt's das? Oder soll ich nur Fohlentraining? Ich lese das einfach mal. Yo, okay. Es lohnt sich wirklich, Bücher zu lesen. Alles klar. Sammle in Reiten Bonusgegenstände. Aha. Überspringen von Hindernissen. Jawohl. Geschicklichkeit, Kraft. Wird sich das nicht die Reitbarkeit. Verkaufspreis. Alles klar. Wenn du Fohlen trainieren möchtest, brauchst du Möhren. Abduschen kannst du deine Pferde sauber halten. Arbeite immer weiter an den Sternebewertungen des Hofs. Jawohl. Die Anzahl der Besucher auf dem Hof hängt teilweise davon ab, wie viele Arbeitspferde. Ah gut, wir haben noch gar keine Besucher, glaube ich. Gib acht, dass die Energie und Hygiene niemals auf Null sinken. Okay. Ersättigung. Werden Pferde krank werden, werden sie überarbeitet sind, verringere den Stress durch Massagen, halte Arzneivorrat bereit, okay. Wenn du einen Fohlen behältst und trainierst, kannst du deinen Wert erheblich steigern. Wenn du es behältst, bis es erwachsen ist, wird es zu einem guten Rennpferd. Ah, nice. Prüf regelmäßig die Eigenschaften deiner Pferde, so kannst du von vornherein verhindern, dass größere Probleme entstehen. Es müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein, bevor die Rennen freigeschaltet wird. Aha. Die Geschicklichkeitsstufe muss hoch genug sein und du musst das Land besitzen. Ah, okay. Die Anzahl der Besucher auf dem Hof hängt teilweise davon ab, wie viele Sättel du besitzt. Ich muss genug Sättel besitzen. Nahrungszusätze können an Futterdruck zugegeben werden. Diese Zusätze steigern die Gesundheit und beugen vor Krankheiten vor. Krankheiten lassen sich mit einer Standardimpfung verhindern. Versuche im Hof auch Pferd umherzureiten. Das geht schneller, als es zu führen. Okay. Die Geduld deiner Besucher ist begrenzt. Du solltest sie schnell der Gäste registrieren, bevor sie wieder gehen. Gut, bislang hatte ich ja noch keine Gastanfragen. Jeder Gast, der registriert, wird sich bei deinem Pferd nehmen. Deshalb solltest du lieber alle Pferde füttern, bevor du die Gäste registriert. Aha. Vorm Reiten wird ein Pferd schmutzig. Du solltest nach jedem Austritt gut putzen. Ja gut. Wenn ein Pferd schmutzig schlafen geht, nimmt seine Hygiene während der Nacht stärker ab. Wenn der Stall schmutzig ist, werden die Pferde in einer Gruppe ebenfalls schmutzig. Halt den Stall sauber. Ja, alles klar. Nutzen für Pferd, Wasser, bumm, Hufe,
Auch wenn das Pferd für dich sauber ist, kannst du es putzen. Verwende verdammt die weiche Bürste für Vertrauen. Die Anzahl der Besucher auf dem Hof hängt teilweise davon ab, wie viele Pferde dir genügend vertrauen. Sorge dafür, dass das Vertrauen erhalten bleibt. Jede Sternebewertung verbessert deine Chancen, Credits zu verdienen und neu freigeschaltete Optionen zu investieren. Sternebewertung erhältst du erst, wenn du alle Bedingungen erfüllst, ist klar. Verantwortungsbewusstsein, Reiter tragen immer einen Helm, ist klar. Bücher helfen dir, deine Kenntnisse zu erweitern, mehr Geld zu verdienen. Okay, du kannst Geld verdienen, indem du Fohlen von Kunden der Reiter trainierst. Alles klar, mache ich. Geld verdienen kannst du, indem du Zuchtstallfohlen für Kunden züchtest. Okay, kann ich noch nicht. Du kannst Geld verdienen, indem du Therapiezentrum Pferde massierst. Okay. Du kannst im Garten Möhren, ja, weiß ich. Wenn du eine 3-Sterne-Bewertung erreichst, kannst du ein Gästehaus. Oh, kann ich das Gästehaus verbessern, okay. Wenn du die Pferdedusche gekauft hast, installiert hast, kannst du die Pferde waschen, habe ich. Gestresste Pferde sind anfällig für Krankheiten, wenn du sie massierst. Okay, dann brauche ich das Therapiezentrum. Du kannst ein eigenes Fohlen züchten, aha, und dich darum kümmern, bis es zum erwachsenen Pferd wird. Überspringe viele verschiedene Hindernisse, habe ich schon. Vertrauen, weiche Bürste, halte auch schon noch 100 besonderen Bundesrufweisen, okay. Okay. Da steht nichts drin. Nice. Gut. Okay, da waren ja ein paar coole Tipps dabei. Das ist schön. Was haben wir denn sonst noch? Nichts mehr. Da können wir jetzt mal gucken. Gästebetreuung, Pferdezucht, Pferd trainieren, Band 1. Aha. Wir schauen mal, was wir so kaufen können. Im Internet. Na komm, hier. So. Online-Shop öffnen. Pferdebücher. Pferdepflege, Pferdezucht, was kaufe ich da? Pferdepflege oder Pferdezucht? Gästebetreuung brauche ich jetzt momentan nicht, weil ich noch keine Gäste habe. Also die Pflege Band 1 auf jeden Fall mal kaufen. Ja, brauche ich noch eins. Kostet 30. Oh, guck mal, ich habe schon 400, ich könnte das Therapiezentrum schon kaufen. Aber ich kann auch jetzt einfach noch das kaufen, einmal noch ein Fohlentraining machen und dann das Therapiezentrum kaufen. Ja. Könnte ich jetzt da gleich weiter und das nächste kaufen. Gästebetreuung rentiert sich auch noch nicht. Pferdezuchtband 1 auch nicht. Pferde trainieren. Hä, das habe ich doch gekauft. Ah, trainieren von Fohlen. Und was war das vorhin? Ah nee, das war, habe ich das gekauft? Ach, Pferdepflege. Ah, okay. Und Pferde Fohlen. Ah, das kaufe ich. Kann ich das nächste auch gleich kaufen? Sollte ich mir das kaufen noch? Hole ich mir auch noch gleich. Ah, da muss ich die 2-Sterne-Bewertung, dann vorher kann ich es nicht machen. Und Therapie auch noch gleich. Stimmt, weil wenn ich jetzt das Therapiezentrum baue, dann kann ich die gleich noch besser therapieren. Ist auch eine gute Idee. Aber muss ich die jetzt natürlich noch lesen? Sollte ich sie erst lesen und dann trainieren? Nee, ich sollte erst doch erst lesen und dann das Fohlentraining machen. Aber es kostet ja Zeit, ne? Dann, pass auf, ich lese jetzt erstmal das Fohlen trainieren, genau, dann schaue ich, wie viel Zeit ich noch habe. 11 Monate dauert das, bis das kleine Feld, boah, das lese ich nicht alles vor, oder? Wie viele Seiten sind das? Boah, soll ich das alles vorlesen, Leute? Ich glaube nicht. Genau, ihr könnt hier gerne anhalten. Ihr könnt immer anhalten und hier könnt ihr euch das durchlesen. Und dann zieht euch das rein, hier erstmal ausruhen, das Fohlen, Fohlenpflege, bla bla. Ist bestimmt sehr interessant. Ne? Das Fohlen ist von seiner Mama weg und ist noch wackelig auf den Beinen. Und das ist ein Temperamentsbündel und so, bla, blä, blu, blub. Keine Zeit für sowas. So, nützliche Hinweise, lerne ich nochmal das Therapieverfahren. Das klicke ich jetzt auch so schön durch. Könnt ihr wieder selber mitlesen, wenn ihr wollt. Einfach schön auf Pause drücken. Und könnt euch das nochmal durchlesen. Das ist natürlich, glaube ich, auf dem Smartphone jetzt ein bisschen blöd, wenn ihr da guckt. Aber ganz ehrlich, das ist mir auch ein wenig zu viel Arbeit. Wenn ihr das gerne wollt, dass ich das vorlese, schreibt das mal in die Kommentare. Dann weiß ich nicht, ob ich es bis dahin mache oder nicht. Weil ich das ja im Vorhinein aufnehme. Also, ich weiß nicht. Dann könnte ich am Ende vielleicht nochmal eine Special... So, nachdem ich gerade erfolgreich das Spiel zum Absturz gebracht habe, beziehungsweise das Aufnahmeprotokoll, hä, also auf die Aufnahme, so, bin ich jetzt wieder hier, yay, und wir machen weiter. Also ich habe gerade die Bücher gelesen und kann jetzt auch noch ein Fohlentraining machen. Wir brauchen 400 Dollar, Euro, wie auch immer, und,
Ah, guck mal, ich krieg schon mal 88 Credits, wenn ich hier so ein Pferd trainiere vom Grafen. Ja? Und das ist natürlich cool, weil das ist mehr Geld, als ich vorher gekriegt hätte. Und das bringt mich halt jetzt auch näher an meinen Traum vom eigenen Therapiezentrum heran. Das finde ich sehr cool, denn ich wollte schon immer ein eigenes Therapiezentrum haben. Das Fohlen ist übrigens voll hübsch. Das ist voll das süße Foli. So ein ganz schwarzes Ding. So. Und steh. Ja, perfekt, Alter. Nein, nein, nicht so schnell. Nicht so schnell. Ruhig, ruhig. Ruhig, brauner. Schwarzer. so, wir gehen vorne rum. Ah, ich weiß nicht, ob das intelligent war. Das kostet mich natürlich jetzt viel Zeit. Aber die Zeit basiert ja nicht aufeinander. Also von dem her, die wird ja nicht dann... Die zählt ja nicht weiter, sondern das zählt ja für jedes Einzelne. Oh, das wird aber schon knapp hier. Das, nee, da dreh ich um. Komm, dreh um! Dreh um! Dreh um! Ah, das ist dann... Das mal zum Laufen zu kriegen hier, wenn es einmal umdrehen soll, das kostet viel Zeit. Wenn es einmal angelaufen ist in die eine Richtung, das nochmal umzudrehen, das ist nicht einfach. So, gut gemacht. Ah, das nächste ist gleich vor dir. So. Können wir dann hier nochmal hinstellen. Wundervoll. Brav ist es. Na komm, und dann nochmal. Na, ja, und schau nicht immer so böse. Immer wenn es die Spur wechselt, guckt es mich immer voll fies an, als hätte ich gerade irgendwelche Höllenqualen von ihm verlangt. Stimmt aber gar nicht. Oder von ihr. Das Fohlen, die Fohlen. Sagt man das so? Fohlen. Gut. 88 Credits. Shibazy. 403 Bilanz. Nee, Tag beenden möchte ich eigentlich nicht. Ich würde es erst gern bauen. Na egal, muss ich ja. Geht ja wohl nicht anders. Speichert, da muss ich halt jetzt gleich meine erste Aktion an diesem Tag ist, das Therapiezentrum bauen, würde ich mal sagen. Wobei es jetzt ja auch schon wurscht ist, weil jetzt ist ja der vorherige Tag auch schon vorbei. Aber was ist das? Mein Gästehaus wahrscheinlich, denke ich mal hier. Was kostet der Spaß? Komm, wir gucken mal. Du brauchst eine 2-Sterne-Bewertung. Ah, ja, ist klar. Gut. Das heißt, da kann ich es mir noch nicht mal angucken, aber ich gehe jetzt da mal davon aus, dass das das Gästehaus ist. Hier drüben haben wir auf jeden Fall, hier ist das Therapiezentrum und wo geht es da noch hin? Da ist der Parkplatz dann. Das ist jetzt die Frage, habe ich da noch ein extra Gebäude für Zucht? Mal gucken. Wir bauen uns jetzt mal das Therapiezentrum. Ja, alles klar. Jetzt bin ich wieder ein armer Schlucker, weil ich nämlich nur noch $3 habe. Ah ja, das ist morgen fertig. Okay, alles klar. Das dauert ja immer eine Nacht, bis sowas gebaut ist. Kann schon mal eine Nacht dauern, ne, bis die Handwerker das gemacht haben. In der alten Mühle. Gut, wir haben unser Pferd Wendy heute Nacht im Stall gelassen. In der Hoffnung, dass es heute richtig viel mit Energie abgeht und so. Jetzt füttere ich sie erstmal. Ah, Wendy, komm mal hier. Heu, bitte. So. Stell ich mal den einmal zurück. Wie geht's dir denn? Ja, alles cool. Ja, Energie ist wieder voll. Also es hilft anscheinend wirklich, wenn ich das über Nacht im Stall stehen habe und nicht draußen auf der Weide. Jetzt lassen wir es noch ein bisschen fressen. Während Wendy frisst, machen wir noch schnell ein Fohlentraining und dann gehen wir noch ordentlich raus auf die Wiese und werden dann noch ein bisschen Geschicklichkeit üben, noch ein paar Hindernisse reiten und springen. Das ist doch klingt nach einer kapitalen Idee, würde ich mal sagen.